und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir einen Beidam-Mukbang. Freue mich voll. Eid Mubarak an alle Geschwister da draußen. Wir lieben euch. Inshallah möge Allah euer Fasten annehmen und Inshallah auch unser Fasten annehmen. Und wir essen jetzt erstmal richtig schön. Wir haben uns immer noch nicht dran gewöhnt, irgendwie so richtig zu essen. Ganz kurz, ich will einen Disclaimer geben. Ich mache das die ganze Zeit, weil mein Auge heute ein bisschen tränt. Gestern einfach. Ich war beim Gebet, also Bayram-Gebet. Und dann danach rufe ich zu Sarah und so. Und dann sagt sie so, sag ich zu ihr, hast du schon gegessen, getrunken? Ich habe das alles voll vergessen. Die hat sich immer noch nicht dran gewöhnt. Das fühlt sich so falsch an, ne? Nicht falsch, aber es ist halt, man denkt nicht mehr dran, tagsüber zu essen. Ja, ja. Aber es macht Spaß. Leute, ich kann euch nur eins sagen. Köln Thai Food, ne? Wer kennt, der kennt. Da gibt es so diese Käsebällchen überbackenen, die schmecken sowas von krass. Ryan, Props an dich, Bruder. Props. Credits an dich. Credits. Wird gemacht. Mmh, Leute, gebratenes Hähnchen. Boah, Käsebällchen. Ich dachte, du willst es mir geben. Mmh. Mmh. Boah. Krass, ne? Mmh. 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 Über was reden wir heute? Hast du schon schöne ich Themen? Ich habe auf Insta nach euren Fragen gefragt. Ja. Okay, danke. Ich will Apfelschorli. Das ist so yummy. Leute, das ist delicious. Kannst du mir auch einen Löffel bringen? Schatz! Ey, du machst alles Taxi, Taxi. Was heißt Taxi, Taxi? Wo wollt ihr später, weil ich habe das Gefühl, sehr viele wissen es noch nicht. Wir haben es auch nie offiziell gesagt. Wo wollt ihr später eure erste eigene Wohnung haben? In Köln oder in Nürnberg? Wie viele schon wissen, bin ich ja voll schon in Köln. Und wir haben uns auch dazu entschieden, dass ich nach Köln kommen werde. Weil ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt auch und dann arbeite ich auch hier. Wir werden auf jeden Fall in Köln eine Wohnung suchen. Inshallah, und auch eine schöne finden, oder? Mhm. Wie viele Zimmer willst du? Drei reichen, ne? Drei brauchen wir auf jeden Fall. Ist es dir wichtig, dass wir nah im Zentrum wohnen? Nein. Oder zum Zentrum, besser gesagt? Nein. Also ist dir egal? Ja. Ja, also es kann auch 20 Minuten weg sein. Maximal 25. Welche Reise plant ihr als nächstes? Zusammen oder jetzt, wo wir allein hingehen? Zusammen. Also wie ihr wisst, ich bin ja jetzt ab nächste Woche Freitag. Also den kommenden Freitag bin ich in New York, inshallah. Und ich fliege jetzt Dienstag an einen sehr tropischen Ort. Eigentlich habe ich es bis jetzt noch nicht gesagt. Ich wollte es eine Überraschung so machen, dass ihr noch einmal da bin und ich das poste. Oder soll ich es jetzt sagen? Sag einfach. Ich habe Angst, es zu sagen. Hallo. Auge. Mhm, dann sag nicht. Weil es ist schon so viel schief gelaufen. Leute, es ist schon so viel bei unserer Reise. Ich fliege mit Shadi, mit einer sehr guten Freundin von mir. Und Reisepass war abgelaufen. Dann hat man einen Termin fast nicht bekommen. Also egal was, es ist immer wieder irgendwas schief gelaufen. Dann sollte das Geld abgezogen werden. Das ist aber nicht, hat nicht geklappt und so. Deswegen haben wir so Angst zu sagen, wo wir hinfliegen. Obwohl ich ja weiß, ihr seid Family, ihr würdet kein Auge machen. Aber man weiß nie, wer sonst noch dieses Video guckt. Deswegen verfolgt uns auf YouTube. Dann werdet ihr es erfahren und auch auf Instagram. Weil wir werden beide trotzdem noch vloggen. Das heißt, am nächste Woche Sonntag kommt ein Vlog aus meinem Urlaub und danach die Woche kommt ein Vlog aus Dolis New York Urlaub. Meiner wird viel besser. Nein, meiner. Ich glaube, deiner wird lustiger und meiner wird schöner. Meiner wird mehr Action. Auf jeden Fall könnt ihr euch auf jeden Fall auf diese Vlogs freuen. Und der nächste Urlaub, den wir zusammen geplant haben, weil eigentlich fliegen wir ja nur zusammen, das war jetzt eine Ausnahme so, ist in der Türkei in unser Haus im Juli oder so. Boah, ich freue mich. Ich freue mich auch voll. Das wären so schöne Vlogs auch. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einer kleinen Unterbrechung. Ich zeige euch jetzt kurz meine Skincare-Routine und dann geht der Mukbang weiter. Jetzt feuchten wir erstmal unser Gesicht an und machen die Pickelcreme weg. Dann reinigen wir unser Gesicht. Und dafür benutze ich von Formel Skin die Reinigung. Das benutze ich immer morgens und abends zum Abschminken nochmal das Reinigungsöl von Formel Skin. Das ist gerade leider wieder leer gegangen. Leute, es geht bei mir so schnell leer, weil ich liebe es. Ich benutze es jeden Tag. Es ist richtig gut. So, und jetzt nehmen wir einen Pumpstoß. Aber morgens braucht man ja nicht so viel. Da muss man nur die Bakterien abwaschen. Und das Coole bei Formel Skin ist, diese ganzen Produkte, und das habe ich euch schon tausendmal gesagt, ihr wisst ja, ich stelle euch sehr selten Skincare-Sachen vor, aber bei denen bin ich mir super sicher, weil es ist alles für euer Hautbild komplett angepasst. Ihr füllt einen Fragebogen auf der Website aus, den kann ich euch in der Infobox markieren. Da beantwortet ihr Fragen zu eurer Haut, dann schickt ihr Bilder von eurer Haut ab und dann analysieren das die Dermatologen und stellen euch ein Set zusammen von Produkten, die perfekt zu eurem Hauttyp passen. Zum Beispiel diese Reinigung ist jetzt perfekt für meinen Hauttyp angepasst. Jetzt wascht ihr das ab. Dann benutze ich die reichhaltige Pflege von Formel Skin. Das ist für Leute, die eher dickere Haut haben. Die haben auch eine leichte Pflege. Für Leute mit öliger Haut. Hier mache ich immer so drei Pumpstöße. Au! Davon mache ich immer so drei Pumpstöße. So. So. Ich liebe diese Creme. Die fühlt sich so gut auf der Haut an. Ich mag es halt, das Set auch richtig oft zum Reisen und so mitzunehmen. Weil es halt sehr praktisch ist. Ich habe super viele Skincare-Produkte, aber das sind halt auch welche, die ich wirklich mag.
Ihr wisst ja, ich liebe es auszuprobieren, aber das sind welche, da finde ich immer wieder zurück zu. Das Gute daran ist, ihr habt halt ein Set, dann wisst ihr genau, ich muss nur diese drei Produkte benutzen. Als letztes benutzen wir die Formel. Ihr seht sogar, mein Name ist mit Handschrift drauf geschrieben. Da sieht man, wie personalisiert das wirklich ist. Die Formel ist ein Produkt, das kämpft aktiv gegen euer Problem. Das könnt ihr bei dem Fragebogen ausfüllen. Zum Beispiel gegen Pickelmale, gegen Akne, also Hyperpigmentierung, egal was es ist. Ich habe jetzt wieder eins gegen aktive, so entzündete Pickel. Ich krieg den nämlich immer, wenn ich in der Erdbeerwoche bin. Und jetzt sind wir clean. Leute, ich finde es halt super cool, dass man dann direkt so ein Kit nach Hause geschickt bekommt. Also man hat direkt alle Produkte, die man braucht für so eine richtige Routine. Und es ist halt super simpel. Auch vor allem für Anfänger, die nicht wissen, wie sie es machen sollen. Dann haben sie direkt etwas, was auf die Haut abgestimmt ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch unseren Code gerne benutzen. Ich schreibe ihn euch hier nochmal hin. Und der Link ist auch in der Bio. Und mit dem kriegt ihr 40% auf die ersten 2 Monate bei Formel Skin. Ja, könnt ihr gerne ausprobieren. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die wir sehr, sehr oft bekommen. Und die uns auch sehr, sehr beschäftigt? Ja, schon sehr lange, Leute. Seitdem wir eigentlich zusammen sind, beschäftigt uns das. Die Frage ist, hey, hattet ihr eure islamische Ehe? Wir reden ja ungern darüber immer, aber wir hatten sie noch nicht. Das hat sich ein bisschen verschoben, aber, soll ich schon sagen? Ich weiß nicht. Es wird bald passieren, inshallah. Wir haben uns schon vorbereitet und so. Und ich freue mich einfach nur noch drauf, was ich sagen kann, diese Frau ist meine Frau. Ich war nicht mehr verlobt, ne? Deswegen, bald ist es soweit auf jeden Fall. Das Ding ist halt, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass unsere Beziehung einen Segen von Allah hat. Das ist das Wichtigste sogar, weil wir wisst, oder viele wissen, dass der Glaube, der Iman, 50% der Ehe macht das aus. Wisst ihr, was ich meine? Und ich bin halt einer, das ist mir sehr wichtig. Das sollte auf jeden Fall wichtig sein, finde ich. Ich kann es kaum abwarten und ich freue mich unnormal. Und möge Allah uns vergeben für alles, uns allen Menschen. Und ja, I'm so happy. Du? Auch noch was dazu sagen war. Und Leute, ihr müsst euch überlegen, wir wollen das echt schon lange machen und ab und zu war es auch schon fast soweit, dann sind Dinge dazwischen gekommen, die hätten nicht dazwischen kommen sollen. Die Priorität ist jetzt auf jeden Fall endlich richtig und wir freuen uns einfach, das jetzt machen zu können. Und ihr werdet es schon mitbekommen, wenn es dann passiert ist. So. Mhm. Aber was ich noch fragen wollte, wir haben ja die ganzen Ramadan-Vlogs aufgenommen und so. Aber du hast nie eigentlich darüber geredet, wie das Fasten für dich war dieses Jahr. Doch, das, oft. Ja, was würdest du so abschließend sagen, wie dieses Jahr Ramadan für dich war? Dieses Jahr war... Und was wünschst du dir mehr? Dieses Jahr, also es fällt mir eh immer leicht. Also klar, ich sag dann, ich habe Hunger und so, aber es ist nie so, dass ich so voll am Abkacken bin oder so. Also es ist schon leicht für mich eigentlich. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren, Leute. Ich habe auch dann immer ein schönes Essen an Iftar und so. Also uns geht's gut so. Aber ich finde, dieses Ramadan war nicht so gesellschaftlich oder wie nennt man das? Also wir waren kaum mit Freunden, kaum mit Familie. Ja, wir waren sehr oft alleine auch, weil viele mussten arbeiten, viele hatten keine Zeit. Dieser Monat war sehr voll geplant bei hektisch jedem auch, irgendwie. Ja. Und deswegen waren wir zwar viel alleine. Hin und her auch, ne? Und das war schon irgendwie traurig so. Also ich will mich nicht beschweren, so um Gottes Willen. Wir waren auch oft mit meinen Eltern oder so. Also ich war nie selten komplett alleine essen so. Aber trotzdem ist es was anderes, wenn man an einem vollen Tisch sitzt, alle fasten, so. Man bricht sein Fasten zusammen, das ist voll schön so. Und wenn man nur so zu zweit oder zu dritt sitzt, so, ist es so nicht das Gleiche. Also ich würde mir wünschen, es kann auch so bleiben, so. Ich bin auch so dankbar. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, dass wir nächstes Jahr vielleicht mehr mit ganz vielen Leuten so zusammensitzen. Das, was mich am meisten traurig macht, ist, dass ich ja jahrelang mit meinem Bruder immer zusammen immer Fasten gebrochen habe. Wir dann überall zusammen essen. Natürlich bin ich jetzt auch mit einer Person, die ich liebe, zusammen Fasten brechen. Aber ich muss sagen, mein Bruder hat mir am meisten gefehlt. Mhm. So beim Fastenbrechen. Weißt du, was ich meine? Ihr wart ja, seitdem ihr klein seid, macht ihr das immer zusammen. Immer zusammen. Und das ist schon, da fehlt schon einem die Familie, wisst ihr, was ich meine? Aber am Ende des Tages konnten wir fasten. Wir sind in der Lage zu fasten. Es ist gut abgelaufen. Wir haben jetzt auch keinen Ackerjob für die Leute, die wirklich so einen harten Job haben und fasten, wirklich Gott soll euch beistehen. Und ja, aber es ist gut abgelaufen, würde ich sagen, im Großen und Ganzen. Mhm. Eine Sache noch, ich finde, in der Türkei zum Beispiel, wo wir waren, wir haben ja dort auch gefastet. Mhm. Ich fand, dort finde ich es schwieriger, obwohl da mehr Muslime sind, weißt du, mehr Leute fasten, fällt es einem dort schwieriger. Weil du gehst immer, wenn in die Türkei gehen, mit welcher Intention gehen wir dahin? Geil essen. Mhm. Und dann bist du dort und kannst einfach nicht essen. Das waren die einzigen paar Tage, wo es schwieriger war, das stimmt. Ja, und das ist das Einzige. Aber ja, also ich würde ungern noch an Ramadan in die Türkei gehen, ich weiß warum. Weißt du? Was ich schön fand, ist, dass du, hier musst du die ganze Zeit auf die Uhr gucken, wann ist Fastenbrechen. Und da hörst du so den Gebetsruf und so. Ich finde das halt, und ich weiß noch, alle saßen im Restaurant, jeder hat da gesessen und ab dem Moment, wo er kam, alle haben angefangen zu essen. Ich fand das irgendwie schöner als hier. Das Einzige ist, man will unbedingt essen. Das ist so das Einzige, was Das Fastenbrechen ist dort schöner, aber den Tag allgemein verbringen ist hier besser. Ja.
Dann haben wir viele Fragen zu unseren Finanzen und so bekommen. Also ich habe hier eine Frage, habt ihr ein gemeinsames Konto und was ist eure Meinung dazu? Soll ich erzählen? Mhm. Leute, Dulli ist die ganze Zeit am Essen, deswegen rede ich so viel. Ja, wir haben ein gemeinsames Konto. Mhm. Für uns gibt es gar nicht mehr mein Geld, dein Geld und so, das gibt es einfach nicht. Aber wir haben auch ein offizielles gemeinsames Konto, von dem wir immer alles ausgeben. Ihr seht ja, wir machen YouTube und sowas alles zusammen. Das heißt, das ist eh unser gemeinsames Geld, so alles. Ich finde das auch, viele sind da sehr vorsichtig bei diesem Thema. Mhm. Aber ich sage mal so, ich bin so ein Mensch, die ist genauso. Wenn wir schon zusammen sind, uns dazu entschieden haben, alles zusammen zu machen, dann finde ich, sollte man noch im Thema, wenn es um Geld geht, sollte man da auf jeden Fall, Beispiel, sie gibt mal, sag mal, mein Geld aus oder ich gebe ihr Geld aus. Man sollte so damit umgehen, als ob es mein Geld ist. Also, dass ich das Geld gerade ausgebe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder wenn du zum Beispiel Geld ausgibst, du gehst einkaufen mit deinem Geld und dann ich zu dir sage, ey, gib nicht so viel Geld aus, obwohl es ihr verdientes Geld ist, sage ich ihr trotzdem dann, ey, sie genauso zu mir. Schau, ich habe heute einen Schuh gekauft, die ist sauer geworden. Ich habe das zum Beispiel... Weil er in den letzten 3 Wochen 4 Schuhe gekauft hat. Sie sagt trotzdem, die schimpft mich so, als ob es ihr Geld wäre. Wisst ihr, was ich meine? Man sollte nicht nur zusammen Geld ausgeben, man sollte sich auch zusammen stoppen und sagen, ey, pass auf, das ist unser Geld. Ich glaube, das hat jetzt welche verwirrt, weil du gesagt hast, jetzt hast du auch erklärt, dass wir noch eigene Konten haben. Ja, wir haben auch eigene Konten, wir haben ja mehrere. Wir haben ein Gemeinschaftskonto, wo das Geld reinkommt, was wir zusammen verdienen. Genau. Und dann haben wir nochmal jemals einzelne Konten. Dolly zum Beispiel von seinem Management und so hat ja noch einen eigenen Beruf. Ich habe auch noch meinen eigenen Job, den ich mache. Aber auch da so. Das macht nichts aus. Das ist trotzdem von uns beiden so gefühlt. Also wie gesagt, auch wenn ihr Konto belastet wird, dann tut das mir auch weh. Ja, also... Es ist, als wäre alles gehört zu uns, genau. Aber wir haben nochmal ein offizielles gemeinsames Konto. Und wenn da vielleicht weniger drin ist, dann schicken wir halt da beide die ganze Zeit alles rein, weil wir geben nur von dem Konto Geld aus. Mhm. Unsere eigenen Konten benutzen wir eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, seit gebe ich viel mehr Geld als hier aus. Das ist nicht gut. Das ist schlecht. Aber davor habe ich mehr ausgegeben und das war auch schlecht. Das war auch schlecht. Ich mag von deiner Hand zu essen. Was tun gegen Menschen, die Beziehung kaputt machen wollen? Ich brauche Cancel, Tipps. Cancel. Mit diesen Leuten, ich sag euch eins, ich kann aus Erfahrung, okay, Freunde wollen für einen das Beste, ja? Ich habe die Erfahrung nicht gemacht, dass Freunde das antun wollten. Ich kann euch nur eins sagen, lasst euch bitte nicht von Menschen beeinflussen. Nehmt einen Rat, ja? Nehmt einen Rat, aber wenn ihr merkt, dass das nur noch gegen diese Person ist, also wenn ich merken würde, ein Freund von mir kommt und schießt die ganze Zeit gegen Sarah, aber so sticheln du eher. Wisst ihr, was ich meine? Und ich merke das, dann würde ich mit dieser Person reden und sagen, ey, hör auf damit. Und ich würde mich gar nicht beeinflussen lassen davon. Das ist sehr, sehr wichtig. Lasst euch nicht beeinflussen, aber nehmt einen Rat an. Das ist sehr wichtig. Nehmt einen Rat an und denkt drüber nach. Es ist schön, von Menschen einen Rat anzunehmen. Aber es ist nicht gut, sich beeinflussen zu lassen. Weil ihr müsst auf euer Herz hören. Ihr müsst wissen, was für euch gut ist. Ich muss doch wissen, ist Sarah gut für mich? Und nicht meine Mama oder mein Bruder oder meine Freunde. Die wissen noch nicht, ob sie mir gut tut. Okay, wenn ich depressiv bin, wenn ich mich einschließe und die sehen das, das ist wieder was ganz anderes. Aber was ist mit fremden Leuten, wenn Fremde versuchen, wie bei uns früher, wo Leute uns geschrieben haben und so. Bei uns war das ja früher so. Ja, das ignorieren safe. Wo wir neu mit Social Media angefangen haben, haben super viele Leute versucht, uns am Anfang jetzt gar nicht mehr, aber am Anfang zu trennen. Teilweise saß ich mit Dolly zusammen und jemand hat mir geschrieben, dein Freund ist gerade bei mir, der Dodo Nice hier und so, obwohl er neben mir sitzt. Also solchen Sachen, ich weiß nicht, wie soll man da voran... Also da habe ich zum Beispiel, ich blockiere einfach direkt, aber stell dir vor, jemand schreibt zum Beispiel, du bist, sagen wir irgendein Mädchen. Cassandra. Cassandra, okay. Also sagen wir Cassandra. Das ist jetzt Fiktion. Cassandra kriegt eine Nachricht auf Instagram, hey, ich habe gerade deinen Freund mit einem Mädchen hier gesehen. So. Mhm. Eigentlich wird erste Reaktion blockieren, die labert mäßig, ne? Mhm. Aber was, wenn es stimmt? Also woher weiß ein Mädchen jetzt, ob jemand sie einfach trennen will? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dann würde ich, guck mal, wenn ein Mann was falsch macht oder eine Frau, man merkt das ja nicht. Ja. Okay, manche merken das nicht, aber ich sag mal, dann sollte man erstmal gucken, ob das vielleicht sein kann. Aber wie? Aber nicht der Person schreiben, ja, komm, schick mir mal das, erzähl mal das, was ist los, das ist eine fremde Person. Am Ende stimmt das nicht, man kann die Beziehung trotzdem kaputt gehen. Dann hat man das Vertrauen vom Partner kaputt gemacht. Genau, und diese Person freut sich dann erstens auch. Na, und die würde es immer wieder versuchen. Ja. Weißt du? Deswegen würde ich dann erstmal gucken, ob das stimmt, kontrollieren vielleicht, gucken oder mit dem Partner reden. Einfach, weil man kennt sich ja. Eigentlich seid ihr mit eurem Partner aus einem bestimmten Grund zusammen. Ihr müsst ja Vertrauen haben und mit eurem... Ohne Vertrauen funktioniert die Beziehung nicht. Das heißt, in erster Linie müsst ihr eurem Partner mehr vertrauen als irgendwelchen fremden Leuten, die euch auf Instagram schreiben. So. Mhm. Aber wenn ihr schon die ganze Zeit ein komisches Gefühl bei eurem Partner habt, das ist eine andere Geschichte. Ich rede jetzt von einer gesunden Beziehung, dann würde ich einfach blockieren. Bei einer gesunden Beziehung würde ich einfach blockieren. Ja. Direkt, wenn jemand sowas schreibt, das sind fremde Leute, denen sollte man eigentlich nicht vertrauen. Oh, lecker. Das schmeckt mir auch voll. Voll, ne? Jemand hat dir eine Frage noch gestellt. Okay. Ich möchte nun mit dem Gebet durchziehen. Hab aber Angst, dass es im Sommer... Hab es Angst, im Sommer zu vernachlässigen. Hast du Tipps mehr mit Motivation? Bin komplett alleine in der Familie. Also, mein erster Tipp ist, das Ding ist, im Sommer ist es tatsächlich schwieriger.
Das stimmt, sage ich aus meiner Erfahrung. Ich sage nicht, dass ich alles perfekt mache. Aber ich sage immer, also was ich gemacht habe, was mir sehr geholfen hat, ich habe mich immer ins Bett gelegt und habe gebetet, dass das Gebet mir leichter fallen soll. Wisst ihr, was ich meine? Also ein Bittgebet. Genau, Bittgebet. Jeden Tag, wenn ich, also jeden Abend, wo ich im Bett war, habe ich immer wirklich Bittgebet gemacht und habe gesagt, Gebet soll mir leichter fallen, soll mir leichter fallen, soll mir leichter, wirklich. Und seitdem fällt es mir unnormal. Du weißt ja, du weißt meine Phase, wo ich hatte, wo ich so voll faul war und so. Die habe ich gar nicht mehr. Natürlich manchmal, boah, kein Bock, Abdes, Voodoo nehmen und dann, das ist ganz normal. Aber ich sag dir eins, Allah testet dich und das ist genau dieser Test. Es hilft krass, wenn du die Freunde suchst, die es auch machen. Also wenn du Leute um dich herum hast, die auch beten zum Beispiel, dann fällt es dir leichter. Wenn du mit 4 Mädels draußen bist und 2 davon vielleicht beten oder so. Das heißt auch, wenn eine betet, ja. Ja, genau, eine andere einfach nur. So, dann machst du es mit. Es ist schade, dass man das von anderen abhängig macht, aber es ist einfach so, es wird es dir viel leichter machen, wenn du dir jemanden suchst. Oder, wenn du muslimische Freunde hast, kannst du sie davon überzeugen, fang doch auch an zu beten. Und wenn du die davon überzeugst, das macht so viel aus, wenn du auf eine Person zum Beispiel mit ihr redest und dann, stell dir vor, die fängt an, dann wird das dir so leicht fallen, zusammen zu beten, vertrau mir, das ist viel leichter. Und wie du gesagt hast, wenn man mit Menschen umgeben sind, die oft feiern gehen, dann gehst du halt öfter feiern. Und das ist genau gleich mit Gebet. Und ich sage dir, steh einfach auf, fang einfach an zu beten. Sobald du aufgestanden bist, das ist wie wenn du früh aufstehst. Kennst du das, diesen ersten Schritt machen? Genau, wenn du den ersten Schritt hinter dir hast, dann wird das auch klappen. Zieh einfach durch, beiß durch und beten. Viel Bittgebete machen. Das ist mein Tipp, was ihr geben kann, kann ich dir auch nicht sagen. Und schäm dich nicht, auch sehr wichtig, schäm dich nicht, vor anderen Leuten zu beten. Schäm dich nicht, in eine Ecke auf der Straße zu gehen und zu beten. Mach es einfach. Vertrau mir, das dauert 2-3 Minuten. Gab es bisher mal einen Vorfall, wo Doli sich mit den anderen nicht verstanden hat, also mit meinen Freunden? Nie verstanden, nö. Noch nie, ne? Nö. Noch nie. Das ging schnell. Gestern zum Beispiel haben wir den Podcast gedreht, ich war bei Jasmin. Und wirklich, ich habe nochmal gemerkt, dass ich mich wirklich mit denen sehr gut verstehe. Und dass wir uns auch schon so gut kennen, dass es kein Ding mehr gibt, so diesen Abstand. Ja, du schlägst die auf, du machst asoziale Witze. Ja, so wie ich mit meinen Freunden mache, also das ist schon krass. Der hat Yassi die ganze Zeit gehauen, hat Fabio beleidigt und hat Fabio die ganze Zeit von hinten ganz komisch gemacht. Und Ryan zeigen uns immer komische Videos. Ryan und Doli pupsen immer sehr oft, Entschuldigung, dass ich das jetzt beim Essen sage. Und dann schicken die sich immer Videos, wie Leute so pupsen und sowas. Im Nachhinein, hättest du irgendwas in unserer Kennenlernphase anders gemacht? Ich finde, wir haben uns sehr gut kennengelernt. Langsam. Was hätte ich anders gemacht? Ich bin dir ehrlich, nichts eigentlich. Ich finde, es hat alles, so wie wir es gemacht haben, gepasst. Glaubst du, jetzt sei ehrlich, wenn ich am Anfang nicht so krank schüchtern wäre, glaubst du, wenn ich die ganze von Anfang an direkt so komisch wäre, wie ich jetzt bin, fändest du mich komisch oder besser oder schlechter? Wie? Wenn du was wärst? Wenn ich am Anfang nicht so schüchtern gewesen wäre. Ich meine, hätte es irgendwas zwischen uns geändert, glaubst du? Nein, ich denke nicht. Ich mag das aber so, wie du bist, dass du so schüchtern bist. Gefällt mir irgendwie, dass du nicht so aufdringlich bist bei anderen Menschen und so. Bei meinen Freunden schon. Nein, das ist was anderes. Aber du bist einfach du selber und das passt so. Weißt du, was ich meine? Ich mag das. Wenn du anders, wenn du aufdringlich wärst, aber so wärst einfach, mir ist einfach wichtig, dass du bist, wie du bist. Ich habe letztens überlegt, stell dir vor, wir wachen auf und wir sind jetzt in so einer Parallelwelt und du lebst dein Leben normal wie vorher, ohne dass ich in deinem Leben bin. Also genau wie vorher. Und ich stell mir das auch ich erinnere mich aber an alles. Und dann komme ich zu deiner Haustür und sage, Doli, erinnerst du dich nicht an mich? Und du sagst, wer sind sie? Was machen sie hier? Und so. Und ich versuche dich davon zu überzeugen, dass du mich mal geliebt hast. Ich habe das nämlich mal geträumt und es war im Traum so schlimm, weil ich habe dich so angefühlt, du liebst mich eigentlich, du liebst mich und du so, wer ist das und so, das wäre so schlimm. Boah, das ist schon krass. Nee, aber was ich sagen wollte zu unserer Kennenlernphase, ich finde auch, wir haben alles richtig gemacht. Ich finde es gut, dass wir uns so lange Zeit gelassen haben, bevor wir uns überhaupt getroffen haben, dass zwischen den Treffen auch immer gut Zeit war. Wir haben Monate geschrieben, ne? Ja, und ich finde, das war richtig so, weil wir haben uns kennengelernt, komplett kennengelernt, bevor wir uns getroffen haben, um zu wissen, passen wir vom Charakter überhaupt so zusammen. Passen wir von den Werten auch, Familie. Ich finde, heutzutage, und darüber haben wir auch schon in unserem Podcast geredet, man lernt sich so schnell kennen und deswegen trennt man sich auch wieder so schnell, weil die Kennenlernphase so schnell passiert, dass die Leute sich noch gar nicht richtig tief kennen und dann in der Beziehung merken, wir passen gar nicht und dann trennen die sich wieder. Ja. Und weil es so leicht ist, jemanden neuen zu finden auf diesen ganzen Plattformen und so, trennt man sich auch leichter, mit leichterem Herzen. Ja, das stimmt. So. Hast du recht. Früher haben sich die Leute so viel, überleg mal, wenn unsere Eltern sich treffen wollten, da haben die sich verabredet, wollen wir das Wochenende in 2 Wochen, so hast du da Zeit und heute ist es morgen, übermorgen, wieder übermorgen. Ja, weißt du, was ich meine? Stimmt schon. Man sollte wirklich viel Abstand dazwischen lassen. Und sich für euch selber, das schützt euch. Also macht, wie ihr es wollt. Mach, worauf du Bock hast. Du bist deine eigene Person. Ich sag nur als Tipp so, wenn du wirklich eine ernste Beziehung willst, dann lass die Zeit beim intensiven Kennenlernen der Person. Also überstürze es noch nicht. Ich sage aber auch, man sollte sich nicht zu viel Zeit lassen. Auch nicht gut. Nein, ich meine, du überstürzt es nicht direkt offiziell in eine Beziehung zu gehen, weil am Ende kennt man sich nicht gut genug und merkt in der Beziehung, boah, wir passen gar nicht. Und wenn man sich gut kennt, sollte man auch nicht, also
ich bin der Meinung, dass, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, alles in die Länge ziehen. Auch wenn es um Heirat und so geht. Also ich bin der Typ, ich sage, okay, man kennt sich 3, 4 Jahre, aber man muss sich nicht 8, 9, 10 Jahre kennen, bis man heiratet. Jeden das seine, jeder kann machen, wie er will, aber ich, das ist meine Meinung, weißt du, was ich meine? Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, aber ich sag ja, das ist meine Meinung. Für mich ist das so besser. Hm. Gesünder. Wie ist es, mit anderen Social Media Couples verglichen zu werden? Ich finde, man kann sich nicht vergleichen, auf jeden Fall. Weil jeder hat seine eigene besondere Beziehung und jeder ist anders einfach. Also, und ich bin mir zu 100% sicher, unsere Beziehung ist komplett anders als eine andere Beziehung, die zum Beispiel vom gleichen Land herkommen, sich gleich benehmen wie wir. Aber also intern richtig, wenn die Kamera mal aus ist, ist man natürlich, ich sag mal, wir zeigen ja nicht alles, ja. Weißt du, wir zeigen ja nicht unsere negativen Seiten, man sieht nur unsere positive Seite. Ich bin auch manchmal schlecht gelaunt, sie ist genauso manchmal schlecht gelaunt. Das ist ganz normal. Und wir zeigen auch sehr private Dinge, jetzt nicht von unseren Familien oder keine Ahnung. Natürlich vergleicht man das normal, wir vergleichen auch andere Influencer miteinander, das ist ganz normal, aber jeder hat seine eigene besondere Beziehung und ich denke, vergleichen sollte man nicht. Man sollte auch nicht sagen, ja, ihr seid so wie die, die haben das als erstes gemacht, die machen das besser. Jeder ist anders, jeder hat seine anderen Stärken, aber ich muss sagen, das ist bei uns, ich weiß noch, wir haben unser erstes Video rausgebracht, weißt du noch? Wann war das, vor 2 Jahren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir... 3 Jahre fast. Was? Echt? 2,5 Jahre, ja. Was? Nein. Im Juni sind es 3 Jahre. Oh mein Gott, du lügst. 2020 haben wir angefangen. Als wir unser erstes Video hochgeladen haben, haben wir super oft in unseren Kommentaren gelesen, immer Fake Jindawi, weil die halt das größte Paar waren früher und sind sie ja auch immer noch. Die haben einfach auch in der Zeit einen riesen Hype gehabt, ja auch immer noch. Aber deswegen, weil wir auch ein neues Couple waren, was einfach auf Social Media Videos gepostet hat, haben uns alle direkt... Also es ging gar nicht darum, dass wir ähnlich waren, sondern einfach nur darum, dass wir auch ein Paar sind. Und genau deswegen waren wir schon Fake Jindawis. Das hat komplett aufgehört. Ich würde sagen... Haben wir nicht wieder gleichen Zeit angefangen, wo die auch angefangen? Ein paar Monate nach denen, glaube ich, oder Wochen. Und das Ding ist, es hat nach so 5, 6 Videos komplett aufgehört. Seitdem hören wir auch gar nichts mehr in diese Richtung, weil wir halt unsere eigene Community aufgebaut haben und halt nur noch ihr auch wirklich da seid und nicht mehr diese Leute, die uns durch eine For You-Page oder so finden. Und ich würde auch sagen, wir sind komplett anders. Ja, wir sind unterschiedliche Paare. Komplett. Was die machen, finden wir richtig süß. Die sind ein tolles Paar. Aber wir sind halt nicht ähnlich so. Deren Kind, ne, Maschallah, sehr süß. Ja, sehr süß. Das Ding ist, wir sehen es halt nicht mehr bei uns. Ich sehe es aber immer noch sehr oft auf TikTok. Ich sehe da sehr viele Paare immer auf meiner For You. Und in den Kommentaren steht immer, egal bei welchem Paar. Hauptsache ist es ein Paar, wo ein Teil Südländer ist. Dann ist es schon direkt, steht da immer, ich weiß schon vorher, bevor ich überhaupt in die Kommentare gucke, da wird jetzt Fake Jindawi stehen. Ja. Weil die Jindawis sind halt die größten Influencer so. Mhm. Und deswegen wird automatisch jedes Paar mit denen verglichen, was ja vielleicht im menschlichen Kopf ist das normal, dass man direkt vergleicht. Ich finde nur, man sollte sich zurückhalten, sowas zu kommentieren, weil ihr damit dem Paar ja kein... Motivation aufnimmt. Ihr gebt dem Paar ja kein schönes Gefühl damit, wenn ihr sagt, boah, ihr seid die Fake-Version, ihr seid die Wish-Version, ihr seid die billige Version von denen. Jeder ist ein individueller Mensch und keiner ist wie der andere und keiner ist der billige Abklatsch von jemand anderem. Hm? So, diese Pärchen, die ich auf TikTok sehe, sind richtig süß und die Jindawis sind richtig süß, aber das sind alles eigene Pärchen. Und stell dir mal vor, wir machen zum Beispiel von denen ein Video nach. Eine Videoidee. Genau, eine Videoidee. Ja, Leute, ihr müsst mal verstehen, YouTube funktioniert auch so oder Instagram oder TikTok. Es gibt immer Trends und jeder macht diesen Trend nach. Zum Beispiel, wenn es einen neuen Tanz gibt, der cool ist, dann machen den 10.000 Leute nach. Das heißt nicht, dass jeder ein Fake von jemandem ist, sondern einfach, dass es ein Trend, das macht man nach. Und wenn jemand zum Beispiel das Video von einem YouTuber cool findet und es auch machen will und das dann ein Trend wird zum Beispiel, so funktioniert diese Social Media Welt einfach. Ich finde, so. Wir müssen echt aufhören, immer so viel. Wir haben auch gestern ja Podcast-Folgen gedreht und da haben wir auch über Hate und so geredet. Manche haben einfach dieses Bedürfnis, etwas Negatives rauszulassen und diese Leute tun mir einfach leid. Mhm. Also das ist deren Problem. Schade. So, uns verletzt ihr jetzt nicht so mit solchen Sachen. Wir kriegen ja auch ehrlich gesagt solche Kommentare überhaupt nicht mehr. Aber mir tun dann diese, zum Beispiel auf TikTok sind das auch teilweise jüngere Mädels in diesen Beziehungen, die diese Kommentare bekommen. Und ich kenne auch 1, 2 Pärchen, die komplett aufgehört haben. Von denen kommt nichts mehr. Und vielleicht liegt das auch daran, dass sie diese Kommentare nur bekommen haben. Ja. Wer weiß. Safe. Ja. Das wird aber leider immer so sein. Ja. Und Internet ist schon echt dreckig, muss ich sagen. So, ihr habt gestern über ein Thema geredet. Über Celine und Justin, da dieses Thema mit Hailey Bieber, ja, und so. Ich bin zu 100% sicher, es ist nicht mal was passiert. Es gibt nicht mal was, nur die Leute haben das dazu gebracht. Die Leute machen alles immer also die schlimmer. Fans und so haben es schon eskalieren lassen. Ja, und dann, wenn schon eine Hailey sagt, ich kann nicht mehr, hört auf damit, so, weißt du, ich meine, dann hat das schon was zu bedeuten. Hat ja voll viel. Stell dir mal vor, die ist ein richtig guter Mensch, aber wir wissen das nicht. Mhm. Aber nur weil die Leute so schlecht schreiben, denkst du, boah, die ist wirklich schlecht. Und Leute auf Social Media, kann es voll oft sein, dass die Maus, die zum Beispiel, ich liebe Selena Gomez, bin ich mal ehrlich, ich liebe die, ich mag die voll, die kommt mir super süß und sympathisch vor, aber ich weiß auch, hinter den Kulissen gibt es manchmal Leute, zumindest bei Influencern, die geben sich als die süße Maus, sind es aber vielleicht im Privatleben eigentlich gar nicht so die nette. Vielleicht ist es andersrum.
die zum Beispiel manchmal hart rüberkommt im Internet, ist eigentlich in ihrem Privatleben der herzlichste Mensch und hilft allen seinen Freunden und seiner Familie. Verurteilt nicht immer das, was ihr auf... Ihr seht auf den sozialen Netzwerken vielleicht 15 Minuten von einem 24-Stunden-Tag oder von einer ganzen Woche, wenn Leute Vlogs posten. Ja, ja. Das heißt, auch wenn ihr euch dieser Person nahe fühlt durch diese Videos, ihr kennt sie noch nicht zu 100%. Und da sollte man sich nicht das Recht nehmen, jemanden zu verurteilen. Ja, ja. Sag mal, war irgendwas falsch oder so, urteilt richtig direkt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. Wir hoffen, das Video hat euch ansonsten gefallen. Wir freuen uns auch mega darüber, dass wir euch das mit unserer, mit der islamischen Ehe und so endlich mitteilen konnten. Das hat uns auch viel bedeutet. Ansonsten hoffen wir wirklich, dass euch das Video gefallen hat und auch meine Skincare-Routine. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und aktiviert auch unsere Glocke. Und Doli, willst du dich verabschieden, Dizzy? Like das Video und abonniert sofort. Wenn ihr nicht abonniert, dann werde ich sauer. See you later, alligator. Bye, and guys. Enjoy your day with your family. Oh nein, er kriegt keine. And we love, ich habe gerade Frosch im Hals. Oh.